mein Auto auch da. Hey, Kollege, hier geblieben. Dan will ich sehen, aber pronto. Ja, ich weiß. No Weg. Großartig. Dank dir ist die Gegend für mich und meine Familie jetzt viel sicherer. Ist. Da wir wieder sicher reisen können, dürfte sich unsere gemeinsame Zeit dem Ende neigen. Würde dich gerne hier behalten. Ein wie dich. Können wir hier gut gebrauchen. Aber du würdest zu viel Aufmerksamkeit erregen. Das würde die Regierung auf den Plan rufen. Eine Bitte habe ich aber noch. Ich habe eine Nachricht für Clayton, den Bürgermeister von Wellspring im Osten. Du bist der Einzige, der uns helfen kann. Unsere Reserven gehen zur Neige. Er hat Hilfe versprochen. Wir müssen unsere Vorräte auffüllen, bevor die Banditen uns wieder abschneiden. Kannst du das machen? Ah, kein Problem. Ich wusste doch, dass ich auch. Sonst hat's da nichts zu tun. Sein Rami jetzt mal voll weg, ey. Irgendwie bin ich gerade ein bisschen Soundeffekte. Ich komme gar nicht mehr rein. Quatscht und quatscht und quatscht. Boah, keine Kondition, ey. Willkommen in Wellspring. Die beste Kleinstadt, die Sie nach heutigen Maßstäben finden werden und schön weit weg vom nächsten Außenposten der Regierung. Hier leben die freundlichsten Menschen aller Zeiten. Keine Banditen, sondern gute und ehrliche Menschen. Neue Freunde. Aber lassen wir das. Sie haben eine Nachricht von unserem Freund Dan? Lassen Sie mal sehen. Die Siedlung hat schon wieder Ärger mit Banditen, was? Gefährliches Leben da draußen. Manchmal sogar tödlich. Nun, ich kann diese Dinge besorgen. Wird allerdings etwas dauern. Keine Ahnung, wie lange. Da er Ihnen diese Aufgabe anvertraut, muss er viel von Ihnen halten. Und deshalb werde ich Ihnen auch vertrauen. Sie können in Wellspring bleiben, bis ich alles zusammen habe. Aber nicht in dem Aufzug. Sieht nur Regierungsschnüffler an. Und die kann ich hier nicht brauchen. Also, tauschen Sie den Archenanzug ein gegen etwas Moderneres. Gehen Sie zu unserem Händler und besorgen Sie sich neue Kleidung. Fein. Schön, dass wir uns so gut verstehen. Wenn Sie zurückkommen, können wir uns weiter unterhalten. Ja, dann. Klar habe ich die gesehen. Mutanten. 10, 20. Das ganze Tal war voll. Sie hatten jemanden erwischt. Rissen ihn in Fetzen.
Deshalb gehe ich von hier nie fort. Niemals. Schon lange niemanden mehr in diesem Aufzug gesehen. Wo bin ich jetzt verlaufen? Ist der Sheriff da? Ah, jetzt war er wieder. Hier muss ich durch. Interessantes Zeug. Ja, Gurken. So. Wie siehst du denn bloß aus? Da spaziert also ein Mann aus der Vergangenheit durch meine Tür. Hat sich wohl rumgesprochen, was es hier so alles gibt. Aber wir sollten uns erstmal um ihren Anzug kümmern. Für den könnte ich Ihnen ein gutes Angebot machen, im Tausch gegen etwas, sagen wir, Unauffälligeres. Jeder dieser Anzüge verfügt über besondere Eigenschaften, Ihre Entscheidung, welcher Ihnen am ehesten zusagt. Nicht vergessen, ich kaufe und verkaufe jede Art von Ware. Bei mir gibt es ausschließlich Spitzenqualität. Das wird sich noch zeigen. Schönen Tag noch. So, jetzt soll er wieder zurück zum Sheriff. Solltest hier möglichst unauffällig bleiben. Bla, bla. Gigs. Schon viel besser. Jetzt sehen Sie aus wie ein anständiger, hart arbeitender Bürger. Aber es gibt da noch ein Problem. Also, Sie können Ihr Fahrzeug nicht einfach vor meiner Stadt abstellen. Wir sind zivilisierte Menschen. Wir haben Regeln. Und da Sie sicher länger hier bleiben, brauchen Sie einen ordnungsgemäßen Parkplatz. Ich weiß, eine Werkstatt. Jetzt sollten Sie mit Mick in seiner Werkstatt sprechen. Er kann helfen. Verstanden? Nachdem Sie bei Mick waren, gehen Sie zu Sheriff Black. Er sollte die Vorräte mit Moel besprechen. Sheriff Black hat dich. Wen haben wir denn da? Ein wunderschöner Tag. Was kann Mick denn für dich tun? Oh, einer Garage? Na, da bist du hier ja genau richtig. Also hier ist der Deal. Der beste in ganzem Ödland. Du lässt mich alle Reparaturen an deinem Wagen machen und jetzt rat mal. Das deckt genau die Miete. Ist doch spitze, oder? Wie ich sehe, hast du einen dieser begehrten Kurzwellensender ergattert. Genau das Richtige. Sehr gut. Ach, Quatsch, bin ich. Was? Achso. Meine Herren, ey. Ich trödel sein ganzes Leben quatschen. So. Schauen wir mal. Sheriff war hier. Genau. Lass mich raten, du bist der Fremde, der Dan Lord Clayton mit Nachschub versorgt. Richtig. Ich fürchte, das läuft so nicht. Ich werde dich die Vorräte auf keinen Fall in einem unbewaffneten Buggy transportieren lassen. Da könnte ich das Zeug ja gleich auf die Straße werfen. Schau mal bei Rusty vorbei, am Eingang zur Rennstrecke. Bei ihm kriegst du alle Kanonen, die du brauchst, okay? Besorgt dir eine Wumme. Kannst du dir hier die Vorräte für deine... Rennstrecke war... Oh. Hier. Bei uns ist jeder neue Rennfahrer willkommen. Jackie. Hey, mein Freund. Hallo, Fremde. Bist du neu hier? Ja, ich habe alles, was du brauchst, um deine Karre am Laufen zu halten. Dann pass mal auf. Bei mir gibt's Ware nur gegen Rennscheine. Die musst du dir auf der Rennstrecke verdienen. Nirgendwo sonst. Also wenn du bei mir einkaufen möchtest, dann sprich mit Jackie Weeks. Er ist immer auf der Suche nach neuen Fahrern. Hallo, mein Freund. Ich heiße Karl, aber alle nennen mich nur Slim. Lustig, oder? Okay, pass auf. Wenn du ein Rennen fahren willst, komm zu mir. Sieh dir ruhig an, was wir alles zur Auswahl haben. Wenn dir eins gefällt und du die Voraussetzungen erfüllst, bist du dabei. Gewinne werden in Rennscheinen ausgezahlt. Damit kannst du dir deinen Wagen bei Rusty aufrüsten lassen. Kann jeder gut gebrauchen.
Sieh nach, was für Rennen zur Auswahl stehen. Ah, die muss ich leider fahren. Ah, ich nehme den blöden Jäger. Viel Erfolg! Das ist ja leider unumgänglich, diese Rennen zu fahren. Um halt Missionen führen zu können. Das ist ein Zeitfahren, also ganz easy. Ah, scheiße. Scheiße.